Grüßt euch. Bei mir ist jetzt die Franziska. Grüß dich, Franziska. Hi. Franziska, wir sollen mal für dich einen Traummann finden, oder? Genau, richtig. Dazu müssen wir erst einmal ein bisschen was über dich wissen. Magst du ein bisschen was erzählen? Gerne. Also meine Hobbys, ich gehe gerne Salsa tanzen, Bachata tanzen, mich mit Freunden treffen, Volleyball spielen. Sportlich? Genau. Wo bist du her und wie alt bist du? Ich bin aus Straubing und bin 23. Okay. Wie darfst du charakterlich beschreiben? Für alles offen. Weiß ich leider selbst nicht. Du machst alles mit? Ja, genau. Spontan? Genau. Okay. Und wie stellst du deinen Traummann vor? Ich habe jetzt nicht solche große Vorstellungen. Es soll mir einfach gefallen und sympathisch sein. Okay. Und vom Charakter her, lieber einen ruhigen oder lieber einen ausgeflippten, einen, der gern fortgeht? Eher einen ruhigen, würde ich sagen. Aber der mit Sport macht? Genau. Gerade Volleyball, weil das kann man schön kombinieren, wäre perfekt. Okay, super. Wir dürfen überhaupt nicht sein? Eifersüchtig darf er überhaupt nicht sein. Okay. Sonst für auch für jedes Kleinigkeit zu haben. Okay. Jetzt noch eine Frage. Gibt es irgendwas an dir, wo du sagst, das muss er aushalten können, damit muss er klar kommen bei mir? Dass ich mal laut werde und dass ich mal ausflippen kann. Dann müssen wir die am besten wieder rüberbringen. Genau. Okay, super, Franziska, das war's schon wieder. Das war jetzt Franziska. Bitte meldet euch bei ihr. Pfiat euch.